Tip-Off zum 6. EM-Qualifikationsspiel der deutschen Herren-Nationalmannschaft. In Trier geht es gegen Bulgarien. Und im ersten Viertel gab es die ein oder andere schöne Situation schon zu sehen. Hier ein Pass von Basti Doret, der mustergültig Carsten Tada bedient. Der zieht zum Korb und schließt ab mit einem Korbleger. Das erste Viertel endet 19:14 für die deutsche Nationalmannschaft. Die Bulgaren jedoch lassen sich nicht abschütteln und kommen immer wieder zum Erfolg. So wie hier zum Beispiel Simmons durch einen sehenswerten Dunking, nachdem er mustergültig bedient wurde von der Nummer 12, Georgiev. Auf der Gegenseite Per Günther mit einem schönen Anspiel auf den aktuellen erfahrensten Spieler der Deutschen, Jan-Henrik Jagler, der sich hier anscheinend etwas von Dirk Nowitzki abgeschaut hat. Einbeiniger Fadeaway-Jumper. Zwei schöne Punkte von Jan-Henrik Jagler. In der Folge zieht Deutschland auf 9 Punkte davon, unter anderem durch diesen tollen Pass von Heiko Schafazik auf Luka Steiger, der abschließt. Halbzeitstand 41:32 für die deutsche Mannschaft, die intensiv weitermacht. Per Günther hier mit einem Steal und einem anschließenden schönen Floater. Leider nicht gültig, denn das Foul war vorher. Die Bulgaren ließen sich jedoch nicht abschütteln, hier durch einen Dreier von Lilov erfolgreich. Schön zu sehen, wie frei er hier zum Wurf kommt. Da war die Verteidigung manchmal nicht ganz wach. Aber auf der Gegenseite, Carsten Tada bedient Heiko Schafazik, der lässt den Ball in die Ecke rollen, holt sich dort den Dreier. Davon hat er und auch Luka Steiger in diesem Spiel mehrere schöne Körbe gezeigt. 62:53 der Punktestand nach dem dritten Viertel. Auf der Gegenseite der starke Kostov erfolgreich. 3 seiner 16 Punkte hier zu sehen. Er hat Topscorer der Partie, gemeinsam übrigens mit Heiko Schafazik und Tibor Pleiss, alle 3 mit 16 Punkten dabei. Immer wieder fiel auch Simmons auf durch starke Blöcke, auch wenn dieser eben ein Goaltending darstellte. Aber Carsten Tada und Tibor Pleiss zeigen hier, dass sie sich blind verstehen. Schönes Pick and Roll und schönes anschließendes Anspiel von den beiden Spielern von den Brose Baskets Bamberg. Unter anderem wegen diesem schönen Zusammenspiel musste sich Rosenbachowski, der Trainer der Bulgaren, am Ende ärgern. Seine Mannschaft war zwischenzeitlich zwar bis auf einen Punkt herangekommen, musste aber letztlich eine 79:69 Punkte Niederlage akzeptieren. Und da gleichzeitig die Schweden gegen Aserbaidschan verloren haben, hat sich die deutsche Nationalmannschaft damit nicht nur für die EM in Slowenien qualifiziert, sondern ist auch jetzt vorzeitig Gruppenerster geworden. Die deutsche Nationalmannschaft behält somit ihre weiße Weste, 6 Spiele, 6 Siege und es wird weitergehen gegen Schweden und Aserbaidschan. Bei mir ist Bundestrainer Svetislav Pesic. Herr Pesic, Gratulation nicht nur zur Qualifikation zur EM in Slowenien, sondern auch zum ersten Platz in der Gruppe. Ja, also wir sind alle, wie gesagt, nicht begeistert, aber zufrieden. Zum Begeisterung gibt es noch Zeit, aber wie gesagt, wir freuen uns sehr, dass wir diese investierte Training, Arbeit, Reisen durch Europa hat sich gelohnt und wir sind jetzt erste Gruppe, was natürlich ein sehr gutes Gefühl, nicht nur wegen Auslosung für Europameisterschaft nächstes Jahr in Slowenien, sondern auch ein gutes Gefühl für die Jungs, dass die etwas gewonnen haben. Erster ist immer besser als Zweiter. Das wissen wir und das wollten wir unbedingt heute das machen und uns ist gelungen und in ein Spiel, der wie wir sagen, Close Game war, ganzes Spiel. Ich freue mich also, dass wir auch in solche Spiel bestehen gegen eine Mannschaft, die beste, ich kenne bulgarische Mannschaft, ich habe 2-3 Monate
diese Trainer geholfen habe, damals vor dem Europameisterschaft letztes Jahr in Lithuania, dann kenne ich alle Spieler und das ist die beste, das hat der auch Trainer gesagt, mein Kollege, das ist die beste Spiel in den letzten zwei Jahren, das Bulgarien hier geliefert haben. Aber wir haben auch Erfahrung gezeigt, wir haben nicht sagen wir, Geduld verloren, wir haben noch einmal versucht, richtige Entscheidungen zu treffen, auch in Offense, aber auch in Defense gegen eine Mannschaft, die mit fünf Außen oder vier Außenspieler spielt, sehr technisch gut, war nicht einfach alles, wie gesagt, gutes Defense zu organisieren. Und, aber wie gesagt, immer ist besser, wenn man gewinnt. Ich freue mich immer, wenn man ein Close Game gewinnt, dann bringt neues Selbstvertrauen für die Spieler auf jeden Fall. Das Spiel war ja fast eine Kopie zum Hinspiel in Bulgarien. Die deutsche Mannschaft ständig vorne, aber im letzten Viertel die Bulgaren noch mal ganz stark rangekommen. Was hat letztlich den Ausschlag gegeben, dass die deutsche Mannschaft, dass ihre Mannschaft sich hier wieder durchsetzen konnte? Ja gut, wir haben viele Probleme in der ersten Halbzeit gehabt, dass wir das eine Sache ist, sagen wir so, wir sind noch nicht sozusagen gute angespielte Mannschaft. Gute angespielte Mannschaft und plus erfahrene Mannschaft macht nicht so viele Ballverluste, wie wir in dieser kompletten Runde gemacht haben. Wir haben in erste Viertel, wir haben schon neun Ballverluste gehabt. Das hatte neue Selbstvertrauen die Bulgaren gegeben. Die haben das sehr gut genutzt und die haben ein sogenanntes Risikobasketball gespielt. Also nach dem Motto, wir werfen und wenn wir treffen, wir haben Chance, wenn wir nicht, dann gehen wir zum Offensive Rebound. Ich habe heute 15 Offensive Rebound gemacht. Wir sind auch nicht schlecht in Offensive Rebound und ich glaube, in der zweiten Halbzeit, wir haben uns verbessert. Wir haben nicht die beste Wurfquote gehabt, aber wir haben sehr gut Offensive Rebound und ich glaube, das war Offensive Rebound und eine gute organisierte Transition Defense hatte uns zum Sinn gebracht. Herr Pissich, letzte kurze Frage mit der Bitte um eine kurze Antwort. 6 Spiele, 6 Siege, nicht nur die Qualifikation, auch der erste Sieg, der erste Platz ist sicher. Was wird in den nächsten beiden Spielen sein? Werden Sie ausprobieren? Wird ja, anderen Spielern die Chance gegeben, mehr Spielzeit zu bekommen? Oder bleiben Spieler, Sie dabei bei dem Rhythmus? Alle Spieler schon gespielt. Wir geben alle Spieler die Zeit. Natürlich, ein Spiel gegen Bulgarien ist nicht möglich, mit 12 Spielern zu spielen. Aber einige gespielt haben, einige nicht. Also jetzt kommen, also wir sind auch nicht Rote Kreuz, dass die alle zufrieden sind. Und wir haben unsere Linie, wir wissen genau, was wir wollen. Jeder Spieler, das haben wir auch vor der Qualifikationsrunde gesagt. Natürlich, erste Ziel ist gewinnen und qualifizieren. Und zweites Ziel, allen Spielern die Chance anzubieten und zu sehen, wer welche Qualität hat. Wenn man nicht spielt, dann du siehst gar nichts. Also das heißt, wir wollen jetzt gegen Schweden wie alle anderen Spiele probieren zu gewinnen, aber auch einige Spieler vielleicht 5 oder 6 Minuten mehr anzubieten, dass er auch zeigt, wo er steht und so weiter, damit wir ihm in Zukunft auch richtige Hilfe bringen können. Herr Bundestrainer, vielen Dank für dieses Interview. Nochmals Gratulation und alles Gute für die verbleibenden beiden Spiele. Dankeschön. Danke sehr. Soweit der Bundestrainer Svetislav Pesic. Und als nächstes werden wir noch einen der Spieler im Interview haben. Zu mir kommt Heiko Schafazik, die deutsche Nummer 8 und einer der beiden heutigen Topscorer, zusammen mit Tibor Pleiss, 16 Punkte. Heiko, ein hartes Stück Arbeit. Ja. Ja, das war auch so zu erwarten gegen Bulgarien. Ich habe es eben schon gesagt, das war fast eine Kopie zum Spiel in Bulgarien. Ihr wart immer vorne, aber im letzten Viertel fighten sich die Bulgaren nochmal ran. Ja, also ich glaube, die Bulgaren haben heute ein exzellentes Spiel gezeigt. Sie haben 7-3 in der zweiten Halbzeit getroffen, haben teilweise unglaubliche Dinger getroffen.
Der Trainer der Bulgaren hat zu unserem Trainer gesagt, das war wahrscheinlich das beste Spiel der Bulgaren seit 2 Jahren. Ich finde, mit unserer Leistung können wir nicht so richtig zufrieden sein. Wir haben viele Offensiv-Rebounds, vor allem in der ersten Halbzeit, abgegeben. Das hätte nicht sein dürfen. Und viele Ballverluste auch gemacht. Das hätte auch nicht so sein dürfen. Aber letzten Endes, Sieg ist Sieg. Und ich glaube, die Fans sind zufrieden und wir sind es auch irgendwie. Ich denke, bei 6 Spielen und 6 Siegen kann man auch wirklich zufrieden sein, gerade bei so einer jungen Mannschaft. Wie viel Potenzial steckt da noch drin? Du gehörst ja schon zu den Erfahreneren, aber wenn man sich anschaut, wie ein Mike Zirbes oder ein Tibor Pleiss mit ihren 22 Jahren heute schon spielen, wie viel Luft ist da noch nach oben im Hinblick auf Slowenien? Und wir wollen noch nicht weiterschauen, aber letztlich dann vielleicht auch 2014 Spanien, Rio 2016 und so weiter. Naja, also erstmal sind wir nur qualifiziert für die EM in Slowenien nächstes Jahr und ich glaube, weiter schauen wir nicht. Ich würde es sogar sehr begrüßen, wenn wir nicht weiter schauen würden als Schweden in Norrköping in 3 Tagen. Wie viel Platz da nach oben ist, wird man sehen. Beide stehen jetzt vor neuen großen Herausforderungen. Mike Zirbes, der heute sehr gut gespielt hat, ist jetzt in Bamberg, spielt Euroleague, spielt nicht mehr bei einem kleinen Verein, sondern beim Meisterschaftsfavoriten Bamberg. Und Tibor Pleiss hat auch den nächsten Schritt gemacht, spielt jetzt bei Kachel Laboral, einem der europäischen Top-Clubs. Erstes Mal im Ausland und man wird sehen, wie die sich entwickeln. Das kann man jetzt noch alles gar nicht so sagen, aber vom Potenzial her haben die beiden natürlich sehr viel Luft nach oben. Bei mir ist Carsten Tada, Spieler der deutschen Nationalmannschaft. Carsten, zunächst einmal Gratulation. 6 Spiele, 6 Siege und ihr habt heute nicht nur die Qualifikation gesichert, sondern auch den ersten Platz sichergestellt. War das so zu erwarten heute? Ja, wir wussten, dass es kein einfaches Spiel wird. Wir sind nicht gut aus den Startlöchern gekommen, aber haben uns dann wieder zusammengerappelt und haben ein gutes Spiel dann abgeliefert. In der zweiten Halbzeit ist Bulgarien nochmal rangekommen. Wir haben dagegen gehalten, haben immer die richtige Antwort wieder gehabt und haben uns dann nochmal absetzen können und dann am Ende das Spiel über die Bühne gebracht. Es gab ein, zwei Situationen, wo man sehr schön sehen konnte, wie du dich mit deinen Mannschaftskollegen, zum Beispiel mit Tibor Pleiss, wirklich gut verstehst. Das eine Einspiel unter den Korb, das sind so Sachen, die er aus dem Verein schon kennt oder sind das Dinge, die hier in der Nationalmannschaft entwickelt worden sind? Nee, ich meine, ich spiele jetzt mit Tibor schon seit 3 Jahren zusammen in Bamberg und ich weiß mittlerweile, wo er hinläuft. Von daher ist es schon seit ein paar Jahren ein eingespieltes Team und das macht es natürlich dann viel leichter, im Pick and Roll mit Tibor zu spielen, weil ich dann genau weiß, wo ich den Ball hinspielen muss, damit er ihn einfach unterm Korb fangen muss. Du hast ja wie viele der so jungen Spieler hier in der Nationalmannschaft eine ganz bombastische Entwicklung durchgemacht. Und eines zeichnet diese Mannschaft aus. Hier gibt es keinen Superstar, hier gibt es keinen, der heraussticht, sondern in fast jedem Spiel gibt es unterschiedliche Topscorer und eine sehr starke mannschaftliche Geschlossenheit. Ist es auch bei euch untereinander in der Freizeit außerhalb des Spielfeldes so? Ja, auf jeden Fall. Ich meine, wir sind eine junge Mannschaft, wir haben viel Spaß bei Essen oder wenn wir nicht beim Training sind. Von daher, wir verstehen uns alle gut. Das setzen wir dann auf dem Spielfeld genauso gut um und von daher macht es natürlich Spaß, mit den ganzen jungen Leuten zusammen zu spielen. Letzte Frage und ein kurzer Ausblick. Schweden und Aserbaidschan noch. Ich habe es die anderen auch schon gefragt. Spielprophet, geht Deutschland unbesiegt durch die EM-Qualifikation? Auf jeden Fall. Ich meine, wir nehmen die Spiels nicht auf die leichte Schulter, nur weil wir schon Tabellenerster sind. Und schon qualifiziert sind. Wir wollen auf jeden Fall mit einer weißen Weste aus der EM-Quali rausgehen und werden auf jeden Fall alles dran setzen, um Aserbaidschan und Schweden auch noch zu schlagen. Dafür alles Gute und nochmals vielen Dank für dieses Interview. Gratulation zur Qualifikation. Carsten Tada.